So, moin moin und damit willkommen zurück zu Woche 4 des RPG A Day 2018. Ja, wir machen weiter mit Frage 20. Welche Spielmechanik inspiriert dein Spiel am meisten? Which game mechanic inspires your play the most? Ja, ich glaube, das war das ganze Würfelsystem, was benutzt wird bei Game of Thrones bzw. Song of Ice and Fire. Da ist auf alle Fälle noch ein bisschen Hausregelbedarf dabei, weil sonst das Balancing sehr leicht ausgekontert wird. Aber ganz generell finde ich es eine gute Idee, wenn in einem Würfelpool jeder einzelne Würfel zählt und dann nicht nur irgendwelche Fünfen und Sechsen gewürfelt werden oder eben gezählt werden oder dass irgendwie eine Eins dann rausgenommen wird, sondern wenn man sich dann eine Fähigkeit gekauft hat und dann einen weiteren W6 bekommen hat, dann zählt auch eine 1, dann zählt auch eine 2 und verbessert dann eben in der Summation die Ergebnisse. Das heißt, jemand, der etwas gut kann, wird es eben, auch wenn er schlecht würfelt, wird er es eben besser können als jemand, der es nicht so gut kann und der meinetwegen nur einen Würfel drin hat. Vor allem, weil dann eben auch die Statistik einem recht gibt. Wenn man dann nicht nur einen Würfel hat, sondern meinetwegen 6 oder 7, dann wird dann im Mittel, wird dann dieser Würfel wahrscheinlich eine 3,5 zeigen. Wie gesagt, es gibt ein paar Balancing-Probleme, wenn dann ja, Wahrscheinlichkeiten da dann noch aufgewürfelt werden, ausgezählt werden und dann irgendwas mit Multiplikation. Wer das genau nochmal wissen möchte, der müsste sich natürlich das Spiel und das Grundregelwerk mal ansehen, aber in meinen Augen ist das eine sehr interessante Mechanik, den Würfelpool so zu nutzen, besser als bei Shadowrun oder bei The Genesis. Aber wie gesagt, es gibt Hausregelbedarf. Welche Würfelmechanik reizt mich? Ich habe schon Savage Worlds benutzt, aber ich finde auch das ist natürlich etwas, was ich ziemlich cool finde. Natürlich ist es ein bisschen fragil, die Würfelmechanik, weil ein Würfel, also ein W4, explodiert öfter als ein W6 oder ein W8. Das Explodieren ist, wenn er halt die höchste Würfelzahl zeigt. Das heißt, ein W4 muss eine 4 zeigen, ein W6 muss eine 6 zeigen. Dann darf man nochmal würfeln und das Ergebnis drauf summieren. Die Explosionsmöglichkeiten von diesem Würfel machen die Statistik von dem Ganzen ein bisschen merkwürdig. Aber ganz generell finde ich, die Mechanik reizt mich sehr stark, aber eben auch dann die von Game of Thrones. Auch da gibt es ja einen Würfelpool, nur da bekommt man halt mehr Würfel von der gleichen Sorte und hier wird dann einfach der Würfel eben vergrößert. Welche würfellose Spielmechanik reizt mich? Ja, das habe ich ja schon mehrfach mal erzählt. Ich finde Dread unglaublich toll. Dread ist dann das Ganze mit diesem Jenga-Turm, der dann vor allem aufgebaut ist. Und wenn man irgendwas machen möchte, dann muss man einen Stein ziehen. Wenn man das nicht schafft als Spieler, dann ja, wird der Spielfigur halt irgendwas passieren. Eigentlich ist es so, dass man stirbt, aber man kann das natürlich auch irgendwie anders benutzen, wenn man das möchte. Dann müsste man eben keine Horrorplot spielen. Aber dann ist auf alle Fälle irgendetwas, ja, irgendetwas Böses ist passiert. Und ja, also für den Tisch ist das auf alle Fälle ziemlich cool. Ansonsten, ja, man könnte jetzt mit irgendwelchen Pokerkarten oder Tarotkarten kommen. Habe ich aber noch nie benutzt und deswegen kann ich da wenig zu sagen. Würde ich aber auch gerne mal ausprobieren, dass man da dann, ja, meinetwegen Tarotkarten mal benutzt, um dann eine Spielmechanik mal zu auszuprobieren, wenn man halt keine Würfel benutzen darf. Welches Spiel hoffst du erneut zu spielen? Ja, also was ich wirklich hoffe, erneut zu spielen. Ich würde mich freuen, wenn ich mal ein bisschen Warhammer 40k noch spielen kann und darf und das eine gute Runde wird, weil mich die Welt ziemlich fasziniert. Da wird es dann natürlich von mir nochmal Runden geben. Aber wenn ich halt den Plot kenne und die Story und versuche da so ein bisschen Horror und Grusel zu erschaffen, das ist schon viel Arbeit. Ich hoffe einfach nur, dass ich selber mal wieder in den Genuss kommen darf, dass ich dann Schattenjäger spiele.
Ansonsten auch gerne Brettspiele mit Roleplay-Elementen, auch das finde ich immer besonders cool. Fiele mir jetzt aber auch nichts im Besonderen ein, was ich da jetzt nennen könnte. Es sind dann einfach diese Brettspiele, die werden dann aufgebaut und ja, man bekommt einen Charakter zugeteilt und darf dann sich auf diesem Brett dann bewegen. Ob das dann ein altes Haus ist, was man dann nach und nach erforscht und dann Räume für Räume angelegt werden und man spielt dann eine Gruppe aus. Ja, weiß ich nicht, Geisterjägern und dann ist da dieses kleine Mädchen dabei und dieser ein alter Priester und ach, also ganz, ganz viele verschiedene Brettspielvarianten. Auch die würde ich gerne nochmal spielen. Welches Rollenspiel verdient deiner Meinung nach mehr Beachtung? Ja, schwierig. Ich glaube Simbarum. Simbarum würde ich mich freuen. Da werde ich ja demnächst, jetzt Ende August, werde ich nochmal eine Runde spielen dürfen. Und ich glaube, dass die Welt von Simbarum in einer Fantasy-Welt, das ist schon ziemlich grim and gritty. Es hat so ein bisschen Warhammer-Züge auch. Es ist halt nicht dieses High-Fantasy, sondern es ist wirklich düster. Ich hoffe, dass dieses Element dann da eben auch rausgekehrt wird. Und von den Zeichnungen her, von der Regelmechanik, ich glaube, dass Simbarum echt Potenzial hat. Das habt ihr dann aber auch in meiner Rezension ja gesehen, dass ich von dem Spiel auf den ersten Blick sehr viel gehalten habe. Ein Spiel, das in den vergangenen 12 Monaten eine Auswirkung auf mich hatte. Ja, Auswirkung hat quasi jedes Spiel auf mich. Ich nehme aus den Runden viel mit, und da muss ich einfach sagen, das ist dann mitunter die DSA-Runde. Da habe ich wieder viel gelernt über mich selber, über die Charaktere, über die anderen. Ich habe viel vorbereitet, viel gemacht, wir haben viel erlebt. Wir haben echt lange gespielt, also jeden Sonntag, und ich glaube, das ist so mitunter das mit der größten Auswirkung auf mich. Hab jetzt aber auch natürlich in den letzten 12 Monaten, da liegt dann ja auch die Drachenzwinge Convention mit drin, und da muss ich das Firefly-Lürp betonen. Da haben wir dann in, naja, Lürp, also LARP, mit Anzügen bzw. Cowboy-Klamotten haben wir dann in einem, in Anführungsstrichen, Raumschiff, eine Pokerpartie im freien, rechtsfreien Raum haben wir gespielt. Und das war eine sehr, sehr schöne immersive Runde, wo ich sehr viel Spaß dran hatte und wo ich denke, das ist eine mit der besten Runden, die ich bisher gespielt habe. Deine Spielpläne für die kommenden 12 Monate. Ja, natürlich DSA möchte ich weiter erzählen. Ich will irgendwie durchkommen. Das wird auch noch ein bisschen dauern. Ich hoffe, ihr unterstützt mich weiterhin dabei und bleibt am Ball. Ich freue mich immer über die Kommentare, die da kommen, wie ihr dann mitfiebert. Ich freue mich da dann genauso wie die Spieler, wenn die dann sehen, dass ihr da so aktiv dabei seid. Aber alternativ, also unabhängig davon, möchte ich in den nächsten kommenden 12 Monaten, ja, Warhammer 40k, das muss ich ja sowieso leiden, das will ich auch leiden, ich will ein bisschen mehr Cthulhu machen, auch wenn das sehr anstrengend ist, weil man sich da sehr auf die Stimmung konzentrieren muss. Das ist immer sehr, sehr schwer, eine Cthulhu-Runde wirklich vorzubereiten. Das Vorbereiten selber dauert gar nicht so lange, man muss an dem Spielabend, muss man aber eine ganze Menge machen, damit da dann diese Stimmung aufkommt. Das schlaucht unglaublich. Aber ich mache das gerne. Ja, also Warhammer 40k, Schattenjäger und ja, ich muss mal schauen, was auch in den nächsten 12 Monaten rauskommt. Ich werde viel lesen. Vielleicht werde ich auch noch ein paar Runden erzählen zu neuen Systemen, die ich noch nicht kenne. Da wird ja auch demnächst ein bisschen was angekündigt. Ich muss mal gucken. Also wirklich was vorgenommen habe ich mir nicht. Ich lasse mich einfach überraschen. Cthulhu wird kommen, Warhammer wird kommen. Und ihr dürft euch auch gerne noch mal ein bisschen was wünschen. Ich würde mir natürlich auch gerne noch Splittermond wünschen, weil ich Splittermond sehr gerne mag. Und ich habe hier auch immer noch 3 Abenteuer rumstehen, die noch nicht erzählt worden sind. Ich muss einfach die Zeit finden, dass ich noch mal ordentlich das Regelwerk lese und dann werde ich auch noch mal ein bisschen Splittermond anbieten, weil, wie gesagt, ich bin ein großer Fan. Ich würde auch sonst gerne auch noch mal Malmsturm probieren. Da habe ich auch gerade schon einen Abenteuerband rumliegen und das liest sich auch ziemlich cool. Da ist natürlich wieder Fate mein Problem, weil ich nicht viel, wirklich viel Fate-Erfahrung habe. Spielen würde ich gerne, ich weiß nicht, ob ich es leiten kann. Naja gut, das war jetzt die 4. Woche. Und dann machen wir in der letzten und in der 5. Woche machen wir dann ein bisschen Werbung, also wir sharen ein bisschen. Da würde ich mich freuen, wenn ihr auch mit wieder reinschaltet und schaut, was ich so alles an anderen Leuten noch empfehlen darf.
Gut, damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis dann, ciao.